Seit vielen Jahrtausenden schon haben die Menschen den Traum vom Fliegen. Inspiriert durch Vögel, ja, vielleicht nicht gerade durch dieses spezifische Beispiel, haben die Menschen versucht, sich den Himmel anzueignen. Angefangen bei der griechischen Sage von Ikarus, der sich Flügel aus Federn und Wachs gebaut hatte und damit wie ein Vogel so hoch flog, bis er sich an der Sonne verbrannte, über Da Vinci, der versucht hat, Konstruktionen zum Fliegen... Na, Da Vinci, du weißt schon, berühmter italienischer Maler, Mona Lisa, alles klar. Er war nämlich auch Mechaniker und Ingenieur und entwickelte schon im 15. Jahrhundert unter anderem diese Vorrichtung zum Fliegen. Ähnelt doch schon einem modernen Hubschrauber. Der Durchbruch gelang. In den USA Ende 1903 gelang es den Gebrüdern Wright, die nach ihnen benannte Wright Flyer als erstes motorisiertes Flugzeug in die Luft zu bringen. Übrigens, eine Maschine in der heute noch bevorzugten Bauweise wurde um 1919 erstmalig in Deutschland realisiert. Ein sogenanntes Gesamtmetallflugzeug, die Junkers F-13. So eroberten die Menschen mehr und mehr den Luftraum. Aber wie funktioniert nun das Fliegen eigentlich? Dafür werden wir mit den Begriffen Kraft und Impuls arbeiten müssen. Der Impuls ist eine Bewegungsgröße und wird definiert als das Produkt aus der Masse eines Körpers und seiner Geschwindigkeit. Die Pfeile deuten darauf hin, dass es sich bei Impuls und Geschwindigkeit um vektorielle Größen handelt. Das bedeutet, sie haben nicht nur einen Zahlenwert, sondern auch eine Richtung. Vektoren sind echt cool und erleichtern das Leben nicht nur der Physiker ungemein. Durch Vektorpfeile kann nicht nur die Richtung, sondern auch der Betrag durch Pfeillänge ausgedrückt werden. Greifen zum Beispiel zwei Kräfte mit unterschiedlichen Richtungen an einem Gegenstand an, so kann man die resultierende Kraft und deren Richtung durch Aufsummieren der Vektoren mit Hilfe eines Kräfteparallelogramms bestimmen. Auf diese Weise kann man vorhersagen, in welche Richtung sich der Gegenstand bewegen wird. Und hätten diese zuckersüßen Elfen mal besser in Physik aufgepasst, dann hätten sie das auf sie zukommende Unglück sicher vermeiden können. Da Impuls eine vektorielle Größe ist, kann man auch da mit Vektoren arbeiten. Hier noch ein paar weitere interessante Fakten über den Impuls. Impuls ist also eine vektorielle Größe. Bewegte Körper haben eine Masse und eine bestimmte Geschwindigkeit. Der Impuls dieser Körper hat dieselbe Richtung wie die Geschwindigkeit. Impuls kann auf andere Körper übertragen werden. Ein gutes Beispiel finden wir beim Billard. Eine Kugel gibt ihren Impuls durch einen Zusammenstoß an eine ruhende Kugel ab, wodurch diese in Bewegung versetzt wird. Impuls ist eine Erhaltungsgröße. Das bedeutet, dass innerhalb eines geschlossenen Systems der Impuls konstant ist. Steht man zum Beispiel auf einem Skateboard, so bildet man mit dem Skateboard ein abgeschlossenes System. Springt man nun vom Skateboard zur Seite, so gibt man durch den durch Muskelkraft erzeugten Impuls von sich selbst mit einem bestimmten Betrag und einer bestimmten Richtung an das Skateboard ab. Da aber der Impuls konstant sein muss, stimmt dieser neue Zustand nicht mehr mit dem ursprünglichen überein. Der durch den Sprung gegebene Impuls muss also ausgeglichen werden, und zwar durch den gleichen Betrag, aber die entgegengesetzte Richtung, damit die Impulse sich zu Null addieren. Aus diesem Grund fliegt das Skateboard in die entgegengesetzte Richtung. Der Impuls ist aber auch sehr stark mit dem Begriff Kraft verknüpft. Die Kraft F ist die zeitliche Veränderung des Impulses eines Gegenstandes, also die Impulsänderung pro Sekunde. Das bedeutet, wenn wir davon sprechen, dass wir auf etwas Kraft ausüben, heißt das, dass wir entweder in ihn Impuls hineinfließen lassen, wie beim Treten eines Balls, oder aus ihm Impuls entnehmen, und zwar... indem wir mit einer Kraft entgegen der Richtung des Impulses wirken und somit einen Impuls erzeugen, der den ursprünglichen aufhebt. Aber was bedeutet denn nun Fliegen? Als Fliegen verstehen wir einen Zustand, in dem man über einen längeren Zeitraum keinen Kontakt mit dem Boden hat. Für den Menschen ist ein solcher Zustand per se nicht möglich, da wir von der Gravitationskraft wieder auf die Erde geholt werden. Wir haben gelernt, dass die Gravitation der Erde eine Kraft auf uns ausübt. Das bedeutet, befinden wir uns in der Luft, so erfahren wir also mit der eben genannten Definition der Kraft F eine Impulsänderung in Richtung der Erde. Im Endeffekt wächst der Impuls pro Sekunde in Richtung des Bodens und unsere Fallgeschwindigkeit in Richtung des Bodens wächst pro Sekunde um einen konstanten Betrag, bis wir auf dem Boden landen und den Impuls an die Erde abgeben. Sollten wir in der Lage sein, diesen Impulsbetrag wieder loszuwerden, so könnten wir in der Luft bleiben. Warum also geben wir den Impuls nicht einfach an die Luft weiter?
Also liegt die Lösung des Fliegens doch in der Luft. Wie wir wissen und auch vielleicht selbst schon erfahren haben, kann Luft eine große Kraft auf die Umgebung ausüben, mit verheerenden Folgen, wie diese Bilder hier zeigen. Das liegt daran, dass Luft nicht nichts ist. Wir können Luft nur nicht mit unseren Augen sehen. Betrachtet man jedoch Luft aus der Nähe, so merkt man, dass sie wie alle Stoffe auch aus Teilchen besteht. Diese haben im Vergleich zu Festkörpern nur mehr Bewegungsfreiheit und größere Abstände zueinander. Trotzdem hat Luft also eine Masse. So hat zum Beispiel ein Kubikmeter Luft das Gewicht von 1,2 Kilogramm. Und wo Masse ist, da ist auch der Impuls. Denn wir erinnern uns, Impuls ist gleich Masse mal Geschwindigkeit. Das bedeutet, wenn wir es schaffen würden, den Impuls, den unser Körper aus dem Gravitationsfeld der Erde bekommt, an die Luft abzugeben, indem wir die Luft in Richtung der Erde beschleunigen, dann könnten wir fliegen. Die Flügel eines Flugzeugs spielen eine wichtige Rolle. Sie haben eine ganz bestimmte Form. Bewegt sich ein Flugzeug, so wird die Luft an der Tragfläche nach unten abgelenkt. Hier ist der Flügel gewölbt und die Oberfläche ist nach unten hin abgeflacht. Vergleichen wir doch mal die Bewegungsrichtung der Luft vor und nach dem Passieren des Flügels. Dabei benutzen wir wieder die Vektordarstellung des Impulses, den Vektorpfeil vor dem Flügel und Vektorpfeil nach dem Passieren des Flügels. Wie wir sehen, bleibt ein Betrag des Impulses, der ist senkrecht nach unten gerichtet. Das bedeutet, dass wir den Impuls der Luft verändert haben, und zwar in Richtung des Bodens. Für das Flugzeug heißt es, dass es den gleichen Betrag des Impulses nur eben in die entgegengesetzte Richtung bekommt, da Impuls eine Erhaltungsgröße ist. So wie beim Skateboard bilden Flugzeug und die Luft ein geschlossenes System. Und wenn die Luft nach unten sinkt, muss das Flugzeug den Impuls in die entgegengesetzte Richtung ausgleichen. Es steigt nach oben. Als Beispiel nehmen wir an, dass eine Maschine, ein Leichtflugzeug wie zum Beispiel eine Cessna, mit Passagieren und Treibstoff etwa 900 Kilogramm wiegt. Das bedeutet, dass die Maschine von der Erdanziehungskraft einen Impuls von 8829 Kilogramm Meter pro Sekunde in jeder Sekunde bekommt. Das Flugzeug fliegt nun mit einer Geschwindigkeit von 225 km/h, also umgerechnet V gleich 63 Meter pro Sekunde. Die Form und die Position der Tragflächen beeinflussen entscheidend den Luftstrom und dessen Bewegungsrichtung. Die Luft folgt hier dem durch die Tragflächen vorgegebenen Winkel Alpha von, sagen wir, 1,5 Grad und wird nach unten abgelenkt. Nun können wir mit Hilfe des Vektorparallelogramms die senkrechte Komponente nach unten ausrechnen. Dazu benutzen wir den Sinus. Und wir kommen auf eine resultierende, senkrecht nach unten weisende Luftgeschwindigkeit von 1,65 Meter pro Sekunde. Das merken wir uns. Die Maschine hat eine Tragfläche mit einer Spannweite von etwa 10 Metern. Der Einflussbereich der Tragflächen auf die umgebenden Luftteilchen nennt man Scoop und dieser beträgt etwa 7 Meter. Das bedeutet, dass bei einer Fluggeschwindigkeit von 63 Metern pro Sekunde in jeder Sekunde 4410 Kubikmeter Luft nach unten bewegt werden. Das ist so viel wie ein ganzes Hochhaus. Wie wir gelernt haben, hat ein Kubikmeter Luft das Gewicht von 1,2 Kilogramm. 4410 Kubikmeter Luft wiegen also 5292 Kilogramm. Mit der Geschwindigkeit folgt also: Das Flugzeug gibt pro Sekunde also fast den gleichen Impuls an die Luft ab, den es aus dem Gravitationsfeld der Erde bekommt. Ein kleiner Betrag fehlt allerdings noch. Die Luft trägt den erhaltenen Impuls entweder direkt zu Boden oder gibt ihn an andere Luftteilchen, wie beim Stoß von Billardkugeln, weiter. Wenn es stark bewölkt ist, kann dabei ein solches Muster entstehen. Auf diese Weise lässt sich also der Impuls, den wir von der Erde bekommen, an die Luft weitergeben und somit können wir fliegen. Aber nicht alle Flugzeuge weisen diese Form auf. Bei manchen sind die Flügel in einem bestimmten Winkel angebracht. Je nach Flugzeugtyp kann der Winkel bis zu 5 Grad betragen. Oder, falls die Flügel gerade sind, muss der Pilot die Nase des Flugzeugs etwas anheben. Auf diese Weise lässt sich die Luft auch nach unten ablenken. Die Maschine aus unserem Beispiel müsste die Nase noch um ca. 0,1 Grad nach oben ziehen, damit sie den vollen Betrag des Impulses an die Luft abgeben kann. Diese Überlegungen bestätigt auch unser Luftkanalversuch. Abgesehen vom Profil des Flügels kann auch der Einstellwinkel des Flügels die Impulsabgabe beeinflussen. In diesem Versuch wird vor einem Gebläse mit einer Düse, also im Grunde einem leistungsstarken Ventilator, ein Flügelprofil angebracht. Der Flügel ist an einem Kraftmesser angeschlossen und dieser misst die Kraft, die der Flügel aufgrund der Impulsänderung nach oben bekommt. Betrachten wir die Anordnung aus der Nähe. Das Flügelprofil ist an einem Waagebalken angebracht. Die andere Seite der Stange ist über einen Zugfaden mit dem Kraftmesser verbunden. Je
Die Anordnung ist so eingerichtet, dass der Zugfaden den Waagebalken zu Beginn in der Ausgangsstellung auf 0 Grad, also im Gleichgewicht, hält. Strömt nun Luft, so wird sie wegen des Profils des Flügels nach unten abgelenkt. Die Impulsänderung pro Sekunde, die der Flügel durch den Luftstrom erfährt, bezeichnen wir als Auftriebskraft. Er bewegt sich nach oben. Das andere Ende der Stange bewegt sich dementsprechend nach unten und zieht an dem Zugfaden. Der Zeiger des Kraftmessers schlägt dadurch aus und zeigt die Kraft an, mit der der Flügel nach oben gedrückt wird. Unsere hochprofessionellen Aufnahmen und Auswertungen zeigen folgende Werte. Schon bei einem Winkel von 0 Grad beträgt die Auftriebskraft 8 Newton, was an der Form des Flügels liegt. Man kann den Winkel des Flügels ändern und den Winkel direkt an der unteren Skala ablesen. Betrachtet man das in einem Diagramm, so merkt man, dass die Kraft zunächst stark ansteigt. Die Zunahme der Auftriebskraft nimmt allerdings bei größer werdenden Winkeln ab. Bei großen Winkeln fällt die Kraft sogar rasch ab. Das liegt daran, dass bei zu großen Winkeln Verwirbelungen an den Tragflächen entstehen und nun nur noch ein geringer Teil der Luft nach unten abgelenkt werden kann. Ein weiterer interessanter Sachverhalt zeigt sich, wenn man den Luftwiderstand in Abhängigkeit vom Anstellwinkel misst. Unsere Messreihe hat ergeben, dass dieser bei großen Winkeln sehr stark ansteigt. Wie wir sehen, haben wir die Versuchsanordnung leicht verändert. Wir messen nun aber nicht mehr die Auftriebskraft, sondern den Widerstand, der entgegen der Flugrichtung wirkt. Der Flügel hat eine bestimmte Fläche, auf die die Luftteilchen treffen. Bei größer werdenden Winkeln wird auch die Fläche größer, was zur Folge hat, dass mehr Luftteilchen die Fläche des Flügels erfassen. Wie beim Kugelstoß geben Luftteilchen ihre Komponente des Impulses an den Flügel ab, was dazu führt, dass der Impuls an dem Flügel wächst. Der Impulsbetrag pro Sekunde beschreibt also die Kraft, die der Flügel entgegen der Bewegungsrichtung von der Luft erfährt. Der Flügel wird durch den Luftstrom aus dem Gleichgewicht ausgelenkt, dadurch wird wieder Kraft auf den Zugfaden ausgeübt, deren Betrag wir über den Kraftmesser ablesen können. Je größer der Winkel, umso größer der Luftwiderstand. Ein vergrößerter Luftwiderstand wirkt sich stark auf die Luftgeschwindigkeit aus. Sie wirkt ihr entgegen. Wählt also der Pilot einen zu großen Winkel, so kann es passieren, dass die Auftriebskraft rasch absinkt. Dabei verliert der Pilot aufgrund des großen Widerstands sehr schnell an Geschwindigkeit. Pro Sekunde wird dann weniger Luftmasse beeinflusst, was letztlich zur Folge hat, dass noch weniger Impuls an die Luft abgegeben werden kann und der Pilot stürzt mit der Maschine ab. Und dann hätten wir beispielsweise einen toten Peter. Aber zum Glück ist er nur ein erfundener Charakter. Also, falls ihr demnächst ein Flugzeug fliegt, bitte wählt einen nicht zu hohen Anstellwinkel,